fange ich nochmal an. Den Sommer habe ich über verbracht, nochmal über das 7. Spiel gegen Rosenheim nachzudenken. Da bin ich immer noch nicht richtig drüber weg. Ja, was macht man sonst noch? Ein bisschen Urlaub, ein bisschen mit meinem Hund was gemacht und mich beruflich auch noch etwas weiterentwickelt. Okay. Ja, wird Zeit, dass es losgeht. Es ist immer komisch anzuschauen, wenn du die Eishockey-News aufschlägst oder die Homepage liest, dass alle schon auf dem Eis sind, schon die ersten Freundschaftsspiele machen und wir immer noch nicht auf dem Eis sind. Deswegen wird es wirklich Zeit, dass es bald losgeht. Und am 30.08. freuen wir uns alle schon drauf, nach Selb ins Trainingslager zu fahren, weil da geht es wirklich wieder los. In den letzten 2 Jahren immer kurz vor knapp gescheitert und ich denke jetzt im 3. Anlauf ist ganz klar das Saisonziel von uns allen und von mir persönlich der Aufstieg. Spieltag ist eigentlich immer dasselbe bei mir. Ich brauche einfach nur viel Schlaf und meine Ruhe. Also irgendwelche Zankereien zu Hause kann ich da gar nicht gebrauchen. Ja, meine Stärken sind, dass ich als Stürmer schon das ein oder andere Tor mal geschossen habe. Ich hoffe, nächstes Jahr läuft es noch besser. Ich denke, ich komme gut mit jedem Mitspieler zurecht. Meine Schwächen, da müsste man Fred Kerrel interviewen. Meine Rolle im Team ist, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr hier mit den jungen Spielern auch zusammenzuarbeiten. Auch gerade was die Sachen außerhalb vom Eis betrifft. Dann denke ich, bin ich ein ganz gutes Bindeglied als Bad Nauheimer zwischen Fans und Mannschaft. Und ja, ich will halt schon so langsam mit 25 auch zu den Leadern gehören. Mein persönliches Saisonziel ist, besser zu spielen als letzte Saison. Das ist ganz klar, das muss ja hier nach oben gehen. Das habe ich mir vorgenommen und ganz klar jetzt auch für die kommende Saison ist der Aufstieg. 2-mal knapp vorbei, Hannover, Rosenheim, jetzt steht keiner mehr vor uns am Ende der Saison. Ja, wenn ich mal nicht auf dem Eis bin, dreht sich eigentlich sonst trotzdem alles im Hockey. Also irgendwie im Stadion bin ich unterwegs, spiele Playstation Eishockey oder setze ich mal mit den Jungs zusammen, gehe mal eine Runde Bowling oder so. Ich denke mal, im Süden schätze ich Peiting ganz stark ein. Ja, die viergleise Oberliga ist mir eigentlich Wurst. Das Gute ist, mit unserer Gruppe haben kurze Auswärtsfahrten. Die Fans. Fans! Ich wünsche mir, dass wir die Auswärtsspiele zu den Heimspielen machen. Das ist mein ganz klarer Wunsch. Und natürlich, wie immer, die gute Atmosphäre im Kölner Leitstadion wieder reinzubringen. Wir haben jetzt auch ein neues Dach, da kann noch lauter gebrüllt werden.